Hi, seid gegrüßt. Wir sind hier am Gardasee. Ich werde euch ein Klettergebiet vorstellen. Das sind 3 Kletterfelsen in der Nähe von Afi. Und beschrieben sind diese Klettergebiete ganz gut hier in dem Führer. Alles so rund um das Monte Baldo Massiv, da bauen sich die auf. Das sind hier 3 Kletterberge, die sich direkt an der Edge auftun. Ich glaube, das wird eine geile Natur. Ich gucke die mir heute nochmal an. Wenn ihr dann euer Auto geparkt habt, geht es wie gesagt diesen Weg hier lang, 10 Minuten. Kommt ihr hier zu so einem Panorama. Da geht es hoch zum Panorama und hier geht es dann den kleinen Weg rein zum Steinbruch. Und am Steinbruch sind dann direkt die Felsen, die dann runter zur Edge gehen. Und da habt ihr dann Tenge, den Fels oder die Sektion, dann Plaza del Bruno und Sefario del Ombre. Wenn ihr vom Radweg abgebogen seid und kommt hier zu dieser Grube, geht es da runter nach Teng. Immer den roten Punkten nach. Und jetzt geht's. So, da ist der Einstieg zum kleinen Klettersteig, der einen dann versichert unten an den Fels führt. Oh, ich muss hier die Kamera nochmal rausholen. Ist das hier eine geile Scheiße? Schaut mal hier. Jetzt den Weg ging es hier lang und jetzt da runter. Genau, hier ging es den Weg runter. Jetzt bin ich hier gleich noch ein bisschen 4 Meter im Überhang, die es runter geht. Da gehen die 4 Meter im Überhang runter und dann da oben den Weg noch lang. Ich denke, dann könnte ich fast schon unten sein. Wenn ihr zum Kletterfelsen Teng möchtet, hier das steile Stück runter. Hinter euch geht es direkt zur Edge. Und den Weg hier, den schmalen, den müsst ihr dann nehmen. Bei den ersten Erschließungsversuchen dieses Felses flog Manuele Parolo einen Stein auf sein Sicherungsgerät. Dieses machte ein Teng und daher der Name dieses Sektors Teng. Hier entdeckte er einen wunderbaren Fels, der mit Rissen, Sinterüberhängen und Platten nur so protzt. So entstanden 8 sehr lange Routen, meist etwa 100 Meter, die im Schwierigkeitsgrad zwischen 6b und 6c pendeln. Hier ist der äußerste Rand der Route, Ararivo Celestre. Der befindet sich, wenn ihr hier schaut, ganz außen. Und jetzt gehe ich nochmal entlang und gucke, ob ich das Gemäuer angucken kann. Und dann geht es wieder den Weg zurück, hier hoch. Und dann schaue ich mal, wie ich hier rüberkomme zum Plaza del Bruno. Also ganz ehrlich, ich habe Teng gesucht. Das ist da das Bauwerk. Da geht es los bis in den Fels, der so drüben reingeht. Dann habe ich drüben Sipario delle Ombre gefunden. Sieht man von hier aus jetzt nicht. Ist naja, 40 Meter in die Richtung und hier direkt unter mir Plaza del Bruno. Hier sind wir jetzt mitten im Klettergebiet Plaza del Bruno. Über uns geht es gerade 15 Meter hoch. Und unter uns geht es dann noch 30 Meter runter bis zum Stand. Da geht das Klettergebiet los. Man hat aber auch noch die Möglichkeit, sich weitere 40 Meter abseilen zu lassen. Gute 40 Meter, weil der Fels ist über 100 Meter an Höhe. Schaut euch das doch mal an. Geil. Geht mir ja einer schon ab, ohne zu klettern. Thank you.
Geil. So. Gute Tour, Christian. Danke fürs Filmen. Gerne. Dank dir als super Darsteller. Und wenn ihr hier mal zufällig drauf stoßt, weil ihr die Route machen wollt oder generell und sie deswegen machen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da. Freue ich mich drüber. Ansonsten hoffe ich euch, dass es hilft, hier die Location zu finden. Bis dann, macht's gut. Und abonniert das Kanal von Christian und lasst einen Daumen hoch da.